Hallo und willkommen bei der Firma Graf in Hamburg. Heute geht es um eine Rückfahrkameranachrüstung bei einem BMW 2er Active Tourer. Das Fahrzeug ist aus 2019. Der Kunde hat das Auto gebraucht gekauft und leider bietet BMW keine Nachrüstung einer Rückfahrkamera nach. Das große Problem ist, es gibt auch keine Nachrüstsätze. Wir haben bereits bei dem Fahrzeug die Kamera eingebaut. Das Ergebnis könnt ihr euch gerne angucken. Es läuft alles über den Monitor, das heißt die Kamera auf der rechten Seite, PDC auf der linken Seite. Der Kunde war natürlich bei BMW, um dort eine Rückfahrkamera nachzurüsten. BMW wollte ihm das Navi austauschen, das Steuergerät im Beifahrerfußraum und die Nachrüstung hätte zwischen 3.500 bis 4.000 Euro gekostet. Warum ist das so teuer und so aufwendig? Erstens sind die Teile natürlich relativ teuer. Die zweite Problematik ist, man muss einen Kabelbaum bauen. Den bauen wir hier vor Ort. Die Problematik ist aber auch nicht nur den Kabelbaum zu bauen, sondern das Fahrzeug oder die Rückfahrkamera so einzubauen, so nachzurüsten, wie es ab Werk ist. Denn die heutigen Fahrzeuge sind sehr komplex. Wir haben sehr, sehr viele verschiedene Steuergeräte. In dem Fall haben wir sogar noch ein Hybrid, aber unabhängig Hybrid oder nicht, wir haben sehr, sehr viele Steuergeräte und eine Kamera ist auch ein separates Steuergerät. Wenn es halt falsch angeschlossen wird an die falsche Spannungsversorgung oder an einen anderen Datenbus, der halt nicht einschläft, dann kann es passieren, dass zum Beispiel sowas wie eine Kamera das gesamte Fahrzeug wach hält. Das ist immer die Problematik. Deswegen haben wir auch die originale Schaltpläne von BMW und wenn wir sowas nachrüsten, rüsten wir das genauso nach, wie es ab Werk ist. Es gibt aber auch Spezialfälle, wo zum Beispiel ein Navi verbaut ist, was normalerweise nicht für eine Rückfahrkamera ausgelegt ist. Trotzdem hat dieses Navi natürlich in 90% der Fälle die Möglichkeit, die Kamera zum Laufen zu bekommen. Das heißt, dass über das Navi kann man die Kamera einspeisen. Nur in diesen Fällen ist zum Beispiel das Fahrzeug nicht komplett updatefähig. Das muss euch klar sein, das heißt, wenn ihr so ein Fahrzeug zum Beispiel nachrüstet, gibt es immer das Risiko, auch obwohl alles wie ab Werk ist, obwohl das eine originale Kamera ist, kann es trotzdem passieren, dass im Fahrzeug selber einige Komponenten da sind, die normalerweise für eine Kamera nicht ausgelegt sind. Aber für diese Fälle haben wir unsere Fernwartung. Das heißt, ihr bekommt bei einer Nachrüstung von uns immer ein Kabel mit. Das heißt, über das Kabel und euren eigenen Laptop mit Internet können wir Updates machen, Codierungen durchführen. Das heißt, alles, was sozusagen BMW kann, können wir ebenfalls aus der Ferne. Das heißt, ihr habt da auch kein Risiko, egal wo ihr herkommt, Österreich, Schweiz, Deutschland. Wir haben Kunden im Endeffekt aus diesen drei Ländern. Daher habt ihr da auch kein Risiko, dass ihr hierher kommen müsst, falls mal was sein sollte. Wenn ihr an sowas Interesse habt, meldet euch am besten per E-Mail mit einer Fragestimme, dass ich ein paar Daten zu dem Fahrzeug habe. Und dann werden wir euch ein Angebot machen, dass ihr hierher kommt. Alles dauert 5-6 Stunden. Ihr könnt am gleichen Tag wieder nach Hause fahren und es funktioniert so wie in diesem Fall. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.